Oh, es ist so peinlich, von May Geld anzunehmen. Ich sollte der Stadt helfen, um das irgendwie auszugleichen. Noch eine Kamera. Das muss Black Cat sein. Bist du eifersüchtig auf meinen anderen Mann? Das hoffe ich. Aber ich stehe nicht auf böse Jungs. Bam. Warum tust du das, Felicia? Du weißt, dass ich dich kriege. Noch eine Nachricht von Doc. Peter. Ich will es nicht beschreien, aber die Spur, die ich verfolge, könnte das Projekt nicht nur retten, sondern auch auf Wege führen, die wir uns nie erträumt hätten. Alles passiert aus einem Grund. Sogar Normans Versuch, uns auszuhebeln. Hoffentlich klappt das. Docs Arbeit ist zu wichtig, um unvollendet zu bleiben. Hey, Jeff! Glückwunsch zur Zeremonie heute. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ein Laster voller Dämonen ängstigt mich weniger als eine Rede. Aber ich rufe irgendwas anderem an. Was gibt's? Die Dämonen sollen zu Fisks Baustelle im Stadtzentrum unterwegs sein. Meine Frau bringt mich um, wenn ich die Vorbereitungen für die Zeremonie verpasse, um Räuber und Gendarm zu spielen. Aber vielleicht hat mein Partner ja Zeit. Verstanden. Ich schau vorbei und sag Bescheid, was ich herausfinde. Und hey, noch ein Tipp für die Rede. Einfach alle in Unterwäsche vorstellen. Bis auf Osborn. Ha, nur ein Scherz. Hey, Pete. Diese Station überwacht den Wasserdruck bis zu den einzelnen Gebäuden. Bauwerke höher als 4 Etagen benötigen Wassertürme als Erweiterung des städtischen Systems. Die Idee ist, Probleme zu erkennen, bevor sie sich ausbreiten, weißt du? Wow. Der Druck in dem Gebäude spielt total verrückt. Ich muss herausfinden, warum. Die Wassertürme schließen sich ab der 4. Etage an das städtische System an. Ich scanne die Rohre, dann sehe ich den Anfang. Hier sind die Rohre okay. Die Ursache muss tiefer liegen. Hier ist das Problem. Das Ventil ist falsch eingestellt. Das ist schnell behoben. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich repariere das schnell, damit es Jameson nicht mir in die Schuhe schiebt.
Noch besser als Klebeband. Erledigt. Nennt mich den unglaublichen Spinnenklempner. Voilà. Gerade rechtzeitig. Alles repariert. Perfekt. Der letzte. Aber das wird nicht lange halten. Der Druck sollte nicht so hoch sein. Es sei denn, der Ablauf ist blockiert. Ich kontrolliere das Ablaufrohr. Das Ablaufrohr ist unten am Wasser. Ich sehe nach, ob es blockiert ist. Entschuldigung. Ehrlich, wie viele Helden bekämpfen Verbrechen und reparieren Duschen? Jetzt muss Oscorp akzeptieren, dass Harrys Station einen Crash der Stadtwerke verhindert hat. Consolidated shipping. Jeff, ich bin da. Was siehst du? Finde die anderen. Der Boss will sie tot sehen. Anscheinend wollen die Dämonen Fists Revier übernehmen. Kommst du klar? Ich komm klar.
Ihr habt, was ihr wolltet. Ihr müsst uns doch nicht umlegen. Fisks Territorium gehört uns. Nicht heute. Hi, Willy. Du. Netter Overall. Macht echt schlank. Halt dich aus meinen Geschäften raus. Warte, die Dämonen. Wer ist die Anführer? Rette meine Männer, dann sag ich's dir vielleicht. Schurken vor anderen Schurken retten. Ich hatte mir den Tag irgendwie anders vorgestellt. Ihr beiden bleibt hier und wartet auf die Polizei. Hey, Dickerchen. Ah!
Ich schwinge besser außen herum, um nach Fisks Männern zu sehen. Bleibt, wo ihr seid! Bitte, bleibt zurück! Ich habe Ihre Aufmerksamkeit. Ich muss die Überlebenden schnell finden. Glaubt ihr, Fisk wird euch nicht finden? Gewendet tut sie tot. Er kann nicht fliehen. Fisk wird euch töten. Er wird euch umbringen. Die bin ich los. Kein Verräter! Alles okay?
Fisk, deine Männer sind sicher. Du bist dran. Wer führt die Dämonen an? Vielleicht ist er da, vielleicht aber auch nicht. Sieh mal auf dem Dach nach. Ich habe das kryptische Gerede von Fisk vermisst. Ach, komm schon! Nein, 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 nein! Ist das echt passiert? Ja. Mir wird hier gerade ein Helikopter mit einer Abrissbirne gemeldet. Ja, die Sache mit den Dämonen wird kompliziert. Warte ab, Yuri. Ich schaffe das. Bitte, lass mich das schaffen. Ich weiß. Du musst den runterholen. Ich weiß. Könntest du das Superhelden-Ding beschleunigen? Ich arbeite dran, Yuri. Ich melde mich. Meine Chance. Hoffentlich überlebe ich das. Die Maschine nach Newark? Ich muss Sie bitten, den Helikopter zu landen, Sir! Das ist euer Masterplan? Fisk zu ersetzen? Fisk ist so der Anfang! Ein Motor ist aus. Jetzt der zweite. Ich brauche einen Plan. Und zwar schnell. Schätze, das ist der Plan.
schon, Pete, du schaffst das! Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das! Ich brauche einen Plan. Und zwar schnell. Schätze, das ist der Plan. Komm schon, Pete, du schaffst das. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Bitte vermassel das nicht. Die Masken sind echt toll. Wo habt ihr die her? Oh, ich sah nicht. Ja. Cool, danke. Haben die eine Website? Whoops. Hey, Yuri. Ich hab die bösen Jungs, aber... Aber was? Besorg dir lieber eine Leiter. Hey, Miles. Hey, Fanboy. Mist, ich bin zu spät. Kommst du? Nein, ich muss zum Rathaus, zu der Zeremonie. Oh, stimmt. Sag deinem Dad meinen Glückwunsch. MJ, hat die Zeremonie schon angefangen? Sie sind noch bei den Vorbereitungen. Wo bist du? Ich wurde aufgehalten. Bin gleich da. Nachrichten. Wieder ein Kampf zwischen Spider-Man und den Maskenträgern, bei den New Yorker bedroht wurden. Unser nächster Anrufer ist aus der Gegend. Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Also, das ist alles in einer Werft passiert, die seit Jahren geschlossen ist.
Da waren keine Unschuldigen in Gefahr. Oh, ist das Ihre Expertenmeinung? Nun, hören Sie mal zu, was mir meine Quellen aus meiner preisgekrönten Journalistenkarriere sagen. Hinter dieser Werft steckte Wilson Fisk. Er hat über sie Waffen geschmuggelt. Granaten! Militärausrüstung! Oh, das erklärt so einiges. Ah, die Wahrheitsbombe geht hoch, aber ich habe noch 50 Megatonnen an Fakten. Während Spider-Man medienwirksam einen Laster verfolgte, entkam ein...